Ich bin's wieder, eure Mary Sancho, und ich habe mir für euch ein neues Spiel rausgesucht. Ihr seht es schon, ich spiele Unholy. Das Spiel kam erst am 23. Juli raus. Ich musste es mir direkt holen, weil ich eine Demo davon gesehen habe und total begeistert davon war. Und ich gemeint habe, komm, das muss ich spielen, das muss ich unbedingt aufnehmen. Das Ganze ist von Duality Games und Hook hat das Ganze gepublished. Ist ein polnischer Entwickler tatsächlich. Und das Spiel ist aktuell in Steam für 30 Euro zu haben. Ne? Ich kenne das Spiel nicht, ich habe noch nicht reingeschaut. Ich habe nur mal die Einstellungen gemacht, allerdings mit Hilfe vom mit dem Menü. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Wenn ich hier nachher rumsitze wie ein nasser Sack, wird es erklären, ich spiele mit Gamepad, habe ich mir überlegt. Und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir jumpen jetzt einfach rein und schauen, was uns erwartet. Ja, wir haben ein neues Spiel. Neues Spiel starten. Dadurch wird der aktuelle Fortschritt gelöscht. Ich habe keinen, also was soll schon passieren? Prolog. Heute ist der Tag, an dem Gabriel und ich fliehen werden. Danke, ich wollte das lesen. Imagine a world in which all are free. Free of pain, free of hunger. And above all, free of death. Think of a world in which you and your loved ones could live for eternity. The spring of eternity invites you to a place where your emotions will shape a new, better reality. Together we can create a place in which, free from care, we will save our souls. According to our prophecies, our believers patiently waited for 312 years for the next coming of the prophet. A holy man that fortunately has come to us now to share the truth about our lives with us. And just as the first light beams irradiate the darkness of the night, so you can feel the change, one that will bring you out of your numbness, numbness that you felt your entire life. Our high priest, our prophet, it wasn't by chance that he came here now. He will deliver us from fear. He will deliver us from death, which is not real. In return, we will receive life in the eternal city, which we will shape together with the power of our emotions. Let us feel together the power of the holy fire, one that purifies, a fire in which, if you really believe, will save all of us. Come to the spring of eternity. Come and open your eyes. Open your eyes. Open your eyes. Ja, das Ganze hört sich extrem nach Sekte an, würde ich sagen. So, ich hoffe, ihr hört das Spiel gut. Ich habe es versucht, gut einzustellen. Gabriel sollte bald zurück sein. Ich schaue besser nach, ob alles gepackt und bereit ist. Okay. Oh je, die Steuerung. Okay, ich muss mich da tatsächlich so ein bisschen dran gewöhnen. Ah, da ist es das Intro. Wir interagieren mit X. Moment, ich habe X gedrückt. Ach, Moment. Already packed. Schon gepackt. Good. Good. Okay. Ja. Das ist wie bei Hellblade, die Steuerung. Na, so wie. Oh. Ey. Okay. Aha. Die Grafik ist mega. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen zu kurz. So, egal. Okay, wir haben das hier. Formular für den Verzicht auf Elternschaft. Rotieren, lesen. Moment. RT.
Das werde ich nicht lesen. Ich werde es nicht unterschreiben. Sie können ihn nicht haben. Sie bekommen ihn nicht. Okay. Dann eben nicht, würde ich sagen. Rotieren kann ich nicht. Das werde ich nicht. Ah, Moment. Kann das rotieren? Okay. Aber weiter geht irgendwie nicht wirklich. Okay, gut, weiter geht nicht. Wir schließen das Ganze wieder. Okay, so. Wir sind hier in so einem kleinen Zimmer. Hier ist ziemlich viel los. Hört man so im Hintergrund. Hier haben wir noch was. Ich da will nichts übersehen. Ich hoffe, ich finde alles. Das sieht nach Tickets für den ersten Zug des Tages aus. Okay, also es sind Zugtickets. Okay, schön. Wir suchen jetzt unseren Sohn. Nicht ruckeln, bitte nicht ruckeln. Das war der PC. Ist da im Schrank noch irgendwas? Kann ich da irgendwas machen? Also, wenn es mich zu sehr nervt mit der, mit dem Gamepad, dann kann sein, ich steige auf Maus und Tastatur. Ich kann springen? Okay. Ich kann hier nicht raus. Wir sollten doch nach Gabriel schauen, habe ich gedacht. Es ist alles gepackt. Der Fernseher ist okay. Habe ich denn irgendwas übersehen? Ah ja, okay. Was haben wir denn hier? An alle, die es betrifft. Brüder und Schwestern, wenn ihr diesen Brief findet, bin ich mit meinem Sohn längst fort. Es tut mir leid, dass ich euch so verletzen muss, nach allem, was ihr für mich getan habt. Ich habe in den letzten Tagen in meinem Inneren spirituelle Kräfte ausgefochten, Kämpfe ausgefochten und beschlossen, dass ich in den inneren Kreis, dass ich den inneren Kreis verlassen muss. Zumindest vorerst. Ich hoffe, dass ich wieder Frieden finden kann. Und ich hoffe, dass ich mich irgendwann wieder eure Schwester nennen kann. Aber ich muss in Gabriels Sinne handeln. Es ist das Wichtigste in meinem Leben und ich glaube, dass ich für ihn gehen muss. Möge die Quelle der Ewigkeit euch auf ewig nähren. Eure Dorothea. Okay, Schwester hört sich so ein bisschen nach, Kloster oder sowas an. Weil was anderes fällt mir dazu nicht ein, obwohl Kloster wird es wahrscheinlich eher nicht sein. Ja. Weil, ich meine, Nonnen werden sowas nicht anbeten. Ich versuche, wenn ich Cutscenes habe, daran zu denken, meine Cam auszuschalten. Where's my son? Ja, wo ist denn dein Sohn? Wohin haben sie Gabriel gebracht? Ich muss ihn finden. Okay, vielleicht komme ich jetzt aus der Türe raus. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Okay. Oh mein Gott, was ist das hier? Ah, ist schon nice gemacht. Die sieht echt geil aus, die Grafik. Kann ich auch schneller rennen irgendwie? Oh, jetzt crouch ich. Ah, ich kann vorwärts. Okay, also die Steuerung mit dem Gamepad ist tatsächlich ein bisschen komisch. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall mal umschauen. Ja. Kann ich auch da mit dem Steuerkreuz? Geht's nicht, okay. Ich kann auch nicht schnell laufen. Y... Überprüfe deinen letzten Gedanken. Wohin haben sie Gabriel gebracht? Ich muss ihn finden. Okay. Also gut, wir haben hier noch ein paar Zimmer. Ich möchte mich umschauen. Aber hier kann man nichts machen. Okay. Ist da noch was? Da ist auch ein Tisch. Nicht, dass ich hier irgendwas verpasse. Also das Spiel ist auf meinem Ohr ziemlich laut. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ich tendiere immer dazu, zu schreien. Hier kann man irgendwie nichts machen. Sieht nicht so aus. Oh, was ist das denn? Ach, du lieber Himmel. Was ist das? Okay. Äh,
und hier scheint jemand umgekommen zu sein, wie auch immer. Sieht auf jeden Fall schon nice aus. Mal gucken, was uns hier erwartet. Und ich habe natürlich... Moment. So, weiter geht's. Ich musste nur kurz das Handy stellen. Entschuldigung. Ach du lieber Gott. To Allspring of Eternity civilian employees, you are legally bound to leave the building complex before the 4 p.m. This is the official announcement of the Prophet's office. Oh Gott, ist das der Prophet womöglich? Das sind ja meistens Menschen, die sich total selbst überschätzen und sich für Gott halten. Oder in dem Fall wohl eher Satan. Keine Ahnung. Auf jeden Fall scheint sich hier jemand komplett an Selbstüberschätzung zu leiden. Was haben wir hier? Das ist wohl der... Ist das der Gott oder der Prophet, den sie anbeten? Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Buch. Wir können das Buch lesen. Ich will über Raum und Zeit, über Leben und Tod hinausgehen, um die Schwelle dieser Stadt zu überschreiten, die die Ewigkeit überdauert. Zu finden, was verloren ging. Zurückholen, was fort ist. Meine Wahnvorstellungen aufzugeben, mit denen ich mich selbst betrogen habe. Feuer reinigt die Seele. Aber es hilft auch, die Fesseln der Realität zu sprengen. Schmerz, Bedauern und Opfer werden den Weg ebnen. Doch um ihn zu betreten, zahlt man den ultimativen Preis. Naja, was das für ein Preis ist, können wir uns ja denken, ne? Entweder man opfert irgendjemanden, den man lieb hat, oder wir müssen uns selbst opfern. Das ist ja meistens so, ne? Würde ich sagen. Ah, wir können uns hier auch noch umschauen. Mal schauen, ob wir hier irgendwas finden. Ich muss die Musik leiser machen. Es ist extrem laut auf meinem Ohr. Was haben wir hier alles? Haben wir hier irgendwas zum Anschauen? Das kann mir nicht. Oh, ich hänge. Wo hänge ich denn? Ah, da hänge ich. Das können wir auch nicht nehmen. Die Bücher können wir auch nicht nehmen. Schubladen gehen auch nicht. Oh, wir haben Hände. Wusste ich gar nicht. Haben wir hier noch Dinge? Hier haben wir noch was. Huch. An alle Mitglieder. Niemand darf unter Androhung der Exkommunikation die oberste Etage des Geländes, der Quelle der Ewigkeit, betreten. Auf Befehl des Propheten sollen alle, die den Aufstieg stören, gefasst und verhört werden. Das Sakristeiamt. Oh mein Gott. Das sind Worte. Okay, also wir dürfen nicht... Also wir können es nicht komplett umdrehen tatsächlich. Wir können einfach nur... Okay. Na gut. Wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. Wir dürfen nicht ins oberste Stockwerk und ich nehme mal an, wir werden es tun. Aber hier haben wir nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Und da haben wir nochmal... Ich hätte jetzt fast gesagt Gelehrter, aber das ist kein Gelehrter. Words of the Prophets. Okay, das sind wahrscheinlich die ganzen Bücher, nach denen die hier arbeiten und leben und tralala. Also wir dürfen nicht ins oberste Stockwerk, aber ich kann mir vorstellen, dass wir auch nicht dahin kommen, ne? Nee, natürlich nicht. Das sieht alles schon ganz geil aus. Cool. Ob wir hier noch durchkommen, ist die Frage. Das weiß ich schon. Was ist das für ein Ticken im Hintergrund? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Das Buch haben wir gelesen. Hier ist ja sonst nichts mehr, nehme ich mal an. Hier sind nur diese Stühle und...
Sieht aus wie ein Wartebereich für irgendwas. Okay, ich glaube, wir müssen nach oben. Wir haben gar keine andere Wahl. Wir gehen jetzt einfach mal. Was soll schon passieren? Wir dürfen zwar nicht, aber wir machen es jetzt einfach mal. Das ist ja wieder mal so typisch. Und jetzt hört die Musik auf. Das heißt, wir dürfen hier tatsächlich nicht hin. Let her interrupt the ceremony. No! Gabriel! No! This won't change anything. What you've interrupted here, I can finish it on the other side. In the Eternal City. We will ascend as you with your child burn. Do not fear. Do not despair. Your son is alive. His body may be lost, but his soul still lingers, and he is still in danger. There is time, though. I will teach you how to find him. Come with me. Titel 1. Normale Welt. Duality Games. Da bin ich wieder. Someone from the spring put up Gabriel's obituaries? How dare they? Ja. Gabriel, unser Sohn, also der Sohn der Protagonistin, wurde anscheinend geopfert für irgendwelche Zwecke, für den Propheten, denke ich mal. Und wir befinden uns jetzt tatsächlich am Anfang der Demo. Ich habe die Demo nur in dem Stream verfolgt tatsächlich und fand das Spiel dermaßen geil, dass ich gedacht habe, das muss ich auf jeden Fall selber spielen, bevor ich mir irgendwo ein Let's Play oder ein Stream davon anschaue. Deswegen mache ich jetzt selber ein Let's Play. Ja, wir sind hier in unserem kleinen, netten Plattenbau. Das sieht echt alles ziemlich geil aus. Also, es ist schon mega. Also, im Hintergrund ist das Fenster offen. Es kann sein, ihr hört immer wieder irgendwelche Dinge, obwohl ich es eigentlich eingestellt habe. Aber gut. Ich will mich jetzt noch ein bisschen umschauen, weil der Park ist relativ groß und das Ganze
ist sehr liebevoll gestaltet und sehr detailreich. Deswegen möchte ich das schon mitnehmen. Den ganzen Park und die ganzen Sachen und all die Dinge und die Bäume, die sehen so toll aus. Die Birke und die einzelnen Blätter. Voll mega. Es ist echt voll geil gemacht. Das war auch was, was mich an der Demo total voll gefallen hat, dass das alles so schön gemacht ist, weil kann ja auch mal schief laufen, sowas, ne? Es kann durchaus auch mal schief laufen. Ich versuche ziemlich nah ans Mikrofon zu gehen. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Ach du Scheiße, ich übersteuere total. Dann muss ich weiter weg. Ich hoffe, dass das jetzt, ich hätte da mal rüberschieben sollen. Was ist denn das hier? Das ist ein Häuschen, nehme ich mal an, ne? Da kann ich aber anscheinend nicht wirklich viel machen. Was? Brumm, brumm. Das ist irgendwo ein Auto. Soll ich mal darüber gehen? Was ist denn hier über? Ach, da geht der Park weiter. Keine Ahnung, ob wir da noch hinkommen. Aber, boah, was ist denn das da drüben? Das ist ein Altar. Für wen auch immer. What the fuck? Ach komm, ich komme da nicht durch, bin zu dick. Sag mal. Ah, nein. Muss ich jetzt außen rumlaufen? Willst du mich verarschen? Ich kann einfach nicht durch die Bäume durchlaufen. Okay, also das finde ich ein bisschen dämlich. Also muss ich zurück auf den Weg und wieder zurücklaufen und tralala. Naja, machen das einfach, was los. Tut mir leid, ich bin einfach nicht geübt, mit Gamepad sowas zu spielen. Oh, bitte. Halt einfach die Klappe, danke. And to think that not so long ago, I believed every word they said. Ja. Das kann durchaus sein. Ich meine, die sind ja meistens ziemlich überzeugend, sag ich mal. Okay, Gabriel Linde, das war wohl eine Traueranzeige von unserem Sohn. Oh, ich wollte nicht crouchen. Ah. Zuerst müssen wir diese verlogenen Traueranzeigen entfernen. Ah, wir sollen die entfernen, okay. Da drüben spielen Kinder. Das ist auch ein Detail, dass ich in Horrorspielen ganz wenig habe. Du hast einen Spielplatz und alles, aber nie gibt es hier so einen schönen Moment wie jetzt hier, dass du einfach spielende Kinder... Spielen die Kinder auf dem Friedhof. Auf dem Spielplatz hast. Wow. Das nenne ich mal Liebe zum Detail. Natürlich die Plattenbauten hier. Das ist nicht ganz so schön, aber... Naja, das ist ja, glaube ich, in Polen tatsächlich fast Standard. How dare they even mention you after what they did? Ja, manche interessiert das halt einfach nicht, was sie tun und was sie nicht tun. Okay. Da drüben macht ein Hausmeister seine Arbeit. Ich sag, die Kinder, die sind echt voll detailreich. Das erinnert mich tatsächlich an ein Lied, das ich früher in den Charts hatte. Oder was früher in den Charts war. 1, 2, Polizei. 3, 4, keiner hier. 5, 6, 7, 8, wie war das? Ich weiß nicht, ich hab's vergessen. Aber falls es einer kennt, könnt ihr mir den Text gerne mal in die Kommentare schreiben. Okay, der macht hier Dinge. Wir kommen hier jetzt gerade nicht rein. Hier haben wir die Klingeln. Okay. Können wir da irgendwas machen? Anscheinend nicht, ne? Ah, da geht's auch noch runter? Okay. Mal gucken, ob wir eine Katze haben irgendwo. Hier können wir auf jeden Fall nicht rein. Da können wir auch nichts machen. Das sind zwei Frauen. Look at my boy. He's got his first solid teeth this week. Wait. That's her. Mother of that Gabriel boy. The one that died in the fire. Now, now.
The word of the prophet teaches us not to condemn sinners. Still, if it be my son, I pity her. Hope she renounces her ways so they can meet again in the Eternal City. Is she still standing behind us? Yeah. Boah, immer diese tratschenden Leute überall. Oh, da ist noch so eine Traueranzeige. Das Brett hatte ich gar nicht gesehen. Was haben wir denn da? Oh, da wird eine Katze vermisst. Was steht da? Little? Looking for the cat from the photo. Cat's name is Miri. Ich kann das nicht lesen. The is the ba is. Hä? Das scheint ein Kind geschrieben zu haben. Ein Kind sucht seine Katze. Ja, kann ich verstehen. Michael Wozniak. Have you seen this person? Age 19? Sind das Fünfer? 1,55 groß, braune Haare, grüne Augen. Und zuletzt wurde er am 9.11. gesehen. Oder 11.09., wie auch immer. Um 21.05 Uhr. Boah, das ist so klein, das kann ich gar nicht richtig lesen. Come join us, natürlich. Bestimmt nicht. The spring was supposed to keep us together, not tear us apart. Tja, es ist aber wohl so. Ich kann nicht länger zögern, ich muss das Apartment meines in das Apartment meines Vaters. Okay, also gut, das heißt, wir müssen doch irgendwie ins Haus mal schauen, ob wir da jetzt reinkommen. Habe ich noch irgendwo irgendwas übersehen, von dem ich nichts weiß? Da drüben liegen noch Sachen oder ist das nur Licht? Ich habe keine Ahnung. Ist das dunkler? Oder bilde ich mir das ein? Da, ach, das ist da, wo wir gesessen haben. Ja, genau, das ist die Bank, wo wir vorhin gesessen haben. Da haben wir also schon ein paar Traueranzeigen entfernt. Ja, auf jeden Fall. Don't shout, idiots. You want us to be caught? Come on, one last drink and we're off. Ich suche gerade die Quelle der Stimmen. Ich sehe niemanden. Sind da irgendwo Leute? Ich sehe keine. Oder war das da drüben? Aber da ist ja auch niemand. Ich komme hier nicht weiter. Aber süß, die Trabis, ne? Die sind noch niedlich. Trabanten. Okay. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal in das Apartment. Haben wir hier an dem Haus eigentlich noch irgendwas? Da waren wir noch nicht dran. Glaube nicht. Das ist nicht offen. Nö, ist nicht. Da komme ich gar nicht rein. Aber der Hausmeister ist weg. Jetzt streicht er da oben, den sieht man durchs Fenster. Cool. Ist schon genial, wie dateireich das Ganze ist. Ich bin mal gespannt, wie das noch weitergeht und was uns hier alles erwartet. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Oh, da ist was. I thought that when I moved to the spring, they would change my address. Guess not. Betrifft Dorothea Linde. Büro des Anwalts. Aktennummer 4469. Ja. Hinweis. Das Büro des Ministers hat mich informiert, dass die Staatsanwaltschaft auf öffentlichen Antrag KOR 210506 hin eine Ermittlung zum Aufenthaltsort der Zeugin in den letzten zwei Wochen vor dem Krankenhausbesuch starten wird. Außerdem darf laut des Büros des Ministers die Zeugin Dorothea Linde die Stadt nicht länger als 12 Stunden verlassen, bis die Anhörung abgeschlossen ist. Die Überstellung der Mitteilung der Staatsanwaltschaft an die Wohnanschrift gilt als Überstellung an die betreffende Person. Also, die stecken uns das in den Briefkasten und dann heißt es, wir haben es bekommen. So, dann haben wir das hier noch.
Bezüglich Patientin Dorothea Linde. Im Krankenhausregister ursprünglich als Jane Doe 0377 VBR KPFTRM geführt und sich später als Dorothea Linde erwiesen. Die Vermisstenanzeige und die zugehörigen Dokumente wurden aus dem Archiv gelöscht oder mit der bestehenden Patientenakte unter dem Namen zusammengelegt. Die Krankenakte zum Zustand der Patientin enthält unter anderem Aufnahmeunterlagen, Röntgenbilder von Schädel, Armen und Oberkörper, medizinische Dosierung für das Kopftrauma, Blutdruck, Ergebnis der Blutuntersuchungen und Blutbild, psychiatrische Überweisung wurden zusammengelegt. Also gut, sie hat also eine psychiatrische Überweisung erhalten, beziehungsweise womöglich eine Einweisung. Okay, nice thing. Wir scheinen anscheinend ein bisschen als psychisch krank dazustehen, weil wir denen wahrscheinlich nicht mehr vertrauen, weil unser Sohn weg ist. Sonst ist ja tatsächlich nichts. Wir gehen jetzt einfach mal hier hindurch. Oh, da ist auch noch was. Ah, das ist jetzt auch wieder diese Vermisstenanzeige. Please stop running. Eternity is here. You're asking the right questions, but not hearing the answers. Are you willing to listen and be guided on how to improve your life? Das ist ja wieder mal so eine typische Sektenaufnahme. Dieses, wie nenne ich das? Wenn du, ja, du hast Fragen, aber du kriegst nicht die richtigen Antworten. Komm hierher, wir werden dich dahin führen und dann wirst du alle deine Antworten kriegen. Bla, bla, bla. Genau das ist es, was da passieren wird. Was haben wir hier? Es sind Aufzüge. Kann ich nicht einfach die Treppen hoch? Wann das? Die ist zu. Ah, oh, okay, da komme ich wohl gerade nicht durch. Kann man hier rein? Nö. Oh, hä? Warte nur. Okay, ne, die ist auch dicht. Ja, ich glaube, uns bleibt tatsächlich nichts anderes übrig, als da reinzulatschen. Einer von beiden wird schon kommen. Die alte Dame kennen wir doch. Die scheint aber nicht böse gewesen zu sein, oder wie war das? Hi. Mommy, Liebe. Why did you make me come back here? Only here will you find what you need. Tell me, how going through my father's stuff could help me find my son? Your father believed in the blessed teachings more than you know. Belongings, yours and Gabriel's, are the key here. Find your father's journal. And then what? Accept that death can take different forms. Okay, also unser Vater scheint tatsächlich auch mit dieser Sekte vertraut zu sein und womöglich hat er mehr dran geglaubt, als wir es tun. Was passiert, wenn ich da jetzt nochmal drauf drücke? Anscheinend nicht so viel. Können wir da hoch? Ja, hat sich schon erledigt. Und wenn wir jetzt nach unten gehen, steht dann da der Typ. Ich weiß nicht, warum ich hier runter will. Gehe, ich habe keine Ahnung. Hier ist es schon dunkel und gruselig, muss ich sagen. Ah, weiter geht's gar nicht. Was ist denn hier? Hier ist einfach nur ein Fenster. Ah, da sieht man die Kinder spielen. Nice. Cool. Ich gehe wieder nach oben. Es gibt ja einen Grund, warum wir da aussteigen mussten, gehe ich mal davon aus. Also,
Steuerung mit dem Gamepad nervt mich eigentlich langsam. Hier komme ich rein. Aber wenn ich da reinkomme, dann komme ich... bin ich hier wahrscheinlich... Da steht ja jemand. Shouldn't come back here. Kid's gone. Father's gone. There's nothing left for you here. That is my business, thank you. Okay, der war jetzt aber in der Demo nicht da. Gut, wir sollten... Also der Mann meinte gerade, wir hätten besser nicht zurückkommen sollen. Okay, ich glaube, ich muss echt mit Maus und Tastatur spielen. Mom, what's for dinner? Gab kein Achievement, schade. Das wäre schön gewesen. Wenn ich 20 Mal klingel, vielleicht. Boah, die ganzen Flaschen hier. Junge, Junge. Okay. Der sollte hier irgendwo sein. Ich könnte hier... Anscheinend nicht unter der Fußmatte. Der Ersatzschlüssel. Ah, Moment mal. Ah. Okay. Ja, das weiß bestimmt auch niemand außer wir, ne? Huch! Genau deswegen. Ich bin nur wegen der Notizbücher zurück. Wo hat Vater sie versteckt? Also, wir suchen die Notizbücher von unserem Vater. Das ist immer Familie, ne? Ich gucke mich ja gerne in andere Leute Wohnung um. Mag sich Gabriel's room. I can't. Maybe later. Okay, vielleicht nachher. Okay, wir gucken uns weiter um. Schön hell die Wohnung. Das ist klasse. Große Fenster. Boah, was ist das? Schnapsschrank, der Schnapsschrank. Ich habe einen Plattenspieler. Bin ich jetzt doof? Ah, Moment. Oh je, das ist... Das war gerade ein bisschen tricky. Press. Vinylalbum. Das erste Album, das ich mir als Kind gekauft habe. Das Plattencover und die doppelten Buchstaben hatten es mir irgendwie angetan. Komischerweise habe ich es mir noch nie ganz angehört. Irgendetwas an den letzten Titeln macht mir bis heute Angst. Okay. Ein seltenes Jazz-Konzeptalbum, das Vater gekauft hat. Ich habe es als Kind nie gemocht, aber das sanfte Saxophon und seine beruhigenden Töne sind mir ans Herz gewachsen. Es hilft mir, an schlechten Tagen einzuschlafen. Scheiße. Oh, die Musik ist grauenhaft. Oh, mach das bitte aus. Mach das bitte aus. Das ist ja... Oh, das geht gar nicht. Das ist... Oh, nee, das geht überhaupt nicht. Das ist dann nochmal... Mein Timer schreit. Okay. Ja. Irgendwas war doch mit dem Schnapsschrank. Lass uns da mal reinschauen. Mom's photo. Seems like you kept it after all, you old liar. Alter Lügner. Ein altes Foto meiner Mutter, als sie noch jünger war. Ich kann mich kaum noch an sie erinnern. Okay, nice. Was haben wir hier?
Oh Gott. Am vergangenen Dienstag geriet das Hauptgebäude der Quelle der Ewigkeit in Brand. Während die Rettungsversuche die ganze Nacht hindurch andauerten, werden immer mehr Tote in den Trümmern gefunden. Eine große Tragödie ist über unsere Stadt hereingebrochen, denn ihr bekanntestes Symbol wurde von einem Inferno verschlungen, das die ganze Nacht hindurch wütete. Über die Ursache des Feuers ist bis jetzt nichts bekannt. Im Moment gibt es keine Informationen darüber, was mit dem Propheten geschehen ist oder ob er überhaupt noch lebt. Viele Anhänger der Gemeinde versammeln sich jetzt in der Nähe des Geländes, um bei den Rettungsversuchen zu helfen. Einige der Überlebenden wurden in ein nahegelegenes St. Luke's Krankenhaus gebracht. Okay, anscheinend gab es da wohl einen Unfall. Das wird wahrscheinlich das Feuer gewesen sein, in dem unser Sohn umgekommen ist. Ich hasse dieses Ding. Das ständige Klicken, der Benzingeruch und der allgegenwärtige Geruch von Zigaretten. Es gab Tage, an denen alles, was wir aus seiner Werkstatt hörten, dieses verdammte Klicken war. Wenigstens hatten wir dann etwas Ruhe. Ich nehme mal an, sie redet von ihrem Vater. Wenn nicht im Schrank, wo dann? Vielleicht in seiner Werkstatt. Ah, sie sucht immer noch. Wir schauen uns weiter um. Aber da diese Folge schon vorbei ist, würde ich sagen, wir suchen in der nächsten Folge dann nach den Büchern und schauen uns hier in der Wohnung einfach weiter um. Also dann, bis dahin.